Buenos dias und herzlich willkommen zurück zu Folge 8 von Let's Play Mass Effect. Wir sind... Wo sind wir? Im Militärsicherheitshauptquartier in dieser Basis. Keine Ahnung. Also halt da, wo Militär ist. Zur Andockbucht. Ich glaube, da will ich gar nicht hin. Will ich da hin? Weiß ich gar nicht. Ja, machen wir einfach mal, weil wir da noch nie waren. Wir haben immer noch so wahnsinnig viel in der Zitadelle zu tun. Ich kann... vorstellen, dass es nicht für alle ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Spannend. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für viele von euch jetzt nicht so spannend ist, weil sie lieber Schießereien sehen wollen, aber es ist nun mal ein Rollenspiel. Und wenn das heißt, durch die Stadt laufen, Quests annehmen und ein paar Gespräche zu führen, dann ist das nun mal so und ich habe da auch eigentlich gar nichts gegen. Juhu. So. Das ist die Normandy. Steht auch sogar dran. Kommen wir jetzt nicht weiter. Das heißt, hier könnten wir nur zurück ins Schiff, wenn wir also ablegen, abheben wollten. Wow. Geile Scheiße. Naja, egal. Dann wissen wir das wenigstens, dass hier oben auch nichts mehr ist sonst. Und, wir müssen... Ich muss nochmal kurz dieses Viertel von den, Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Wichtige Neuigkeiten. Ich muss nochmal in nicht das Beamten-Botschafterviertel. Da sind noch ein paar von diesen... Capern und ich muss eh mit dem Herrn, der uns da beauftragt hat, die Scannen reden, bevor ich hier irgendwie, weiß nicht, die in die Luft jage. Beziehungsweise es unterstütze, dass er sie in die Luft jagt. Hier waren wir überall gewesen, meine ich. So, zum Präsidium. Mein Gott. Ich bin überrascht, dass Sie bereit sind, gegen Kroganer zu kämpfen, Rex. Ich dachte, Sie würden zu Ihrem Volk stehen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Hm. Ja, ja. Warum wird eigentlich Rex genannt? Und sie, Ashley. Ist Utnod nicht sein Vorname? Oder ist das ein Titel oder sowas? Ein Utnod. Oder seine Berufung oder sowas. Zitadeltum zu Botschaften. Da waren, glaube ich, noch ein paar Keeper. Keeper. Die keepen nämlich die Zitadelle, ja. Mit der hatten wir ja schon mal gesprochen. Mit der auch. Aber ich wollte, wie gesagt, noch mal gucken. Türsteuerung. Nee. Warum speichert er denn? Da ist der Kapitän. Kommen wir auch noch mal hin, aber... Der wurde auch in die Datenbank eingefügt. Jetzt können wir nochmal mit dem Kapitän sprechen. Falls das irgendwas bringt. Ja, Commander, was kann ich für Sie tun? Nein. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie fragen. Er kann uns nur nochmal das sagen, was wir ja schon wissen, was wir abgearbeitet haben schon. Naja, egal. Dann wissen wir wenigstens das. Gucken, waren da hinten noch Keeper? Ansonsten würde ich mal sagen, müssen wir endlich mal in die Wohnviertel. Da zu diesen Tavernen, also Tavernen.
weil ich zu viele altertümliche Rollenspiele, also zu den Gaststätten, das ist auch ein falsches Wort, oder schlechtes Wort. Wie würde ich das nennen? Bars. Keeper-Datenbank. Wird schön weiter gepflegt und erweitert. Das wüsste ich nur gerne. Executive Pilen. Hier, da hat kein Keeper bei sich stehen. Wir sind hier in der Bar. Nasana? Kann man mit ihr sprechen? Jetzt? Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Nicht mit mir sprechen? Das ist schade. Aha. Guck mal, hatten wir den schon? Nein. So. Das ist gut. Das ist sehr gut. Damit müssten wir fast alle Keeper haben hier. Eigentlich muss man mal gucken. Sie. Da war ich überall schon. Das heißt, hier sollten eigentlich keine Keeper mehr sein. Wahrscheinlich habe ich trotzdem einen gesehen. Ob man hier Amok laufen kann? Ich einfach meine Waffen ziehen darf und bum bum bum. Auf jeden Fall unterhaltsam. Muss ich mir nur gerade vorstellen irgendwie. Kein Keeper. Da unten auch nicht, wie scheint. Und ich meine, da hinten hätten wir schon den einen aufgesammelt. Ich meine, da war einer. Noch mehrere gewesen sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, das hätten wir beim Rauskommen. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass Sie das... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Predigender... Ach so, guck mal. Das war das, was eben in diesem Fahrstuhlradio da war. Gibt es Ärger? Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Und wo ist das Problem? Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Ja, eigentlich sollte Predigen frei gehen, aber okay. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadell einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Und als was würdest du es dann bezeichnen, wenn die predigen? Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. Ah, okay. Ja, mal sehen, was ich tun kann. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich ihm die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Bitte unterrichten Sie sie über Ihre Fortschritte. Das ist der Keeper. Ich muss nur mal gucken, ob ich den schon hatte. Ansonsten gehen wir in ein anderes Viertel. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig.
Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich sie nicht kaufen, einfach für ihn? Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal super versuchen. Wie soll man diese Situation denn lösen, so? Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Nein. Ich arbeite noch daran. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Lassen Sie den Hanar reden. Ich denke, Sie sollten den Hanar im Präsidium predigen lassen. Das Präsidium ist ein Ort der Kultur und des Respekts. Dort sollten keine Eiferer törichte Behauptungen herausposaunen. Warum sollten die Wabbligen eine Sonderbehandlung bekommen? Jede andere Spezies versteht und beachtet die Gesetze. Und wenn ich selbst eine Evangelikalerlaubnis erwerben würde, würde das helfen? Solange alles in den freigegebenen Bereichen stattfindet und die Erlaubnis erteilt wurde, ja. Das würde das Problem lösen. Okay. Bis bald. Angelegenheiten sind mir egal, aber schaffen Sie einfach diesen Hanar von hier fort. Mein Gott, wie kann man nur so ein Problem damit haben? Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Ich arbeite noch daran. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Woher? Oh, guck mal, den Keeper habe ich zum Beispiel noch nicht gescannt. Jetzt nochmal da hinten hin. Ich meine, den hatten wir aber schon, weil da die Madame vorsteht. Ja, den kann ich nur untersuchen, den kann ich nicht scannen. Steht da jedenfalls nicht. Okay, das heißt, ich muss eine Evangelikalerlaubnis erwerben. Und wie? Mission? Ach, das ist die Hauptquest, genau. Okay, okay, verstanden. Kann ich echt nichts machen? Ich hab keine Talentpunkte, mit denen ich einschüchtern könnte. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Sie ignorieren die religiöse Freiheit der Hanar. Ich will, dass Sie damit aufhören. Ich hätte wissen müssen, dass ein Mensch die Gesetze der Zitadelle nicht respektiert. Warum sollten die Wabbligen eine Sonderbehandlung bekommen? Jede andere Spezies versteht und beachtet die Gesetze. Und wenn ich selbst... Solange alles in den freigegebenen Bereichen stattfindet und die Erlaubnis erteilt wurde, ja. Das würde das Problem lösen. Bis bald. Ihre Angelegenheiten sind mir... Und wo kann ich mir jetzt die Evangelikalerlaubnis kaufen? Ach, ihr bringt mich durcheinander. Zu den Bezirken. Ich weiß zwar gerade nicht, warum es etwas ruckelt. Das wundert mich. Es ruckelt gerade. Wenn nur ich, habe ich nur das Gefühl, dass es ruckelt. Ha. Ach ja, übrigens, wem sollte es hier irgendwie so pixelig aussehen oder so? Das ist das Spiel. Das ist nicht das Aufnahmeprogramm, mein Video oder sonst was. Gott. Können Sie nicht einfach irgendwie... Kann er die nicht ausstellen, der Sicherheitsbeamte? Wohin muss ich jetzt? Das ist Präsidium. Jetzt müsste ich bestimmt mit irgendwie, ich weiß nicht, einem in dem Türmchen da reden. Die kommen gut klar, Williams. Das ist überraschend. Kroganische Frauen müssen daheim bleiben und sich der Fortpflanzung widmen. Tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche, Rex. Ich bin kein sehr häuslicher Typ. Ich sagte nicht, dass ich enttäuscht wäre. Ich könnte mich daran gewöhnen, in Gesellschaft von Frauen zu töten. Das verleiht dem Kampf einen ganz anderen Beigeschmack. Also Sie nennen sich Williams und Rex, weil das ihr Nachname. Aha, okay. Und das habe ich nun auch understanded und so.
Das tut eigentlich, ne? Ach, egal. Englisch kennt keine Grammatik. Ja, dann geht's zum Präsidium. So, Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielte mir erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Rotlichtviertel, das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Oh, ein Keeper. Hallo. Wie? Zu den Bezirken, zu den Bezirken? Das war's schon? Ich bin nicht für einen Keeper hergekommen, oder was? Na, toll. Egal. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Das Schlüsselwort Mut. Williams, kannten Sie die? Na gut, kann man nicht erwarten, dass Sie alle kennen, aber... Okay, das ist das Rotlichtviertel. Ein Keeper gescannt. Hä? Wozu baut man so eine Nische? Ich kapier's nicht. Das ist ein Ausrufezeichen. Oh, Korasnest. Ah, ha, 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 ha. Ich bin gut. Ich bin sehr gut. Wo geht's dahin? Zu den unteren Märkten. Perfekt. Korban. Dann habe ich ja mit dem was zu sprechen. Morden. Die haben eine Waffe. Die haben Waffen. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut enden. Scheiß drauf. Egal. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Schluss mit dem Gefasel. Ihr Freund Yalit hat uns von Ihnen erzählt. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und sie wissen, dass wir es schaffen können. Warum wollen sie ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Ich sollte sie beide töten. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Schluss jetzt? In Ordnung, geht klar. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich drücken soll. Das ist eine fiese. Schluss jetzt, in Ordnung, geht klar. Hä? Kann ich nicht sagen, von wegen... Hä? Und ich meine, hätte er ihn nicht töten wollen, hätte er wohl kaum zwei Männer mit Schusswaffen bei sich gehabt. Schluss jetzt.
Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? Vorbildlich. Hab ich Schnellspeichern gemacht? Fällt mir... Also ich meine, irgendwie... Ich weiß nicht. Spiel schon dann. Wenn es jetzt gerade nur ums Gesetz ging, ist es mir da so scheißegal. Das Gesetz kann sagen, was es will. Okay. Commander? Ich dachte, ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie an. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie, ihr könnt gehen, Jungs. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben. Nur weiter. Das. Aber können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät? Was ist da? Sie haben es selbst gesehen, Commander. Warum wollen Sie... Es, aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Ich sollte sie bei... Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen... Ein paar Scans sollten sicher kein... Sehr gut. Vielleicht können Sie ja auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Wenn ich Zeit finde, spreche ich mit ihm. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Ich hoffe, die missbrauchen mein Vertrauen jetzt nicht. Ansonsten dann sind sie beide ganz schnell jenseits dessen, was man Leben nennt. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Okay. Einzigartiger Gegenstand. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, Minigel-Upgrade. Shit, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist... Oh, Alter. Guckt euch den Preis an. Das gehört sich... Die gehören ja gar nicht. Die gehören verprügelt, gehören die. Das geht ja mal gar nicht. Okay, aber... Konrad Werner. Vielleicht sollte ich mal mit dem sprechen. Wow, Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Bitte was? Kennen wir uns? Nein. Nein, ich bin bloß ein Fan. Eigentlich sogar einer Ihrer größten Fans. Wahrscheinlich mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Wirklich? Da sollte ein Fragezeichen hinterstehen. Tatsächlich? Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Okay. Was der mit meiner Unterschrift jetzt anfängt, will ich gar nicht wissen. Bitte sehr. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Also entweder geht er jetzt mit meiner Unterschrift hausieren. Nein, wir misstrauen ihm nicht. Nein. Wir trauen ihm jetzt mal. Okay, was? Tagebuch. Jalits Geheimnis. Ja, genau, da müssen wir mit Jalit. Der Fan. Was sollte es schon schaden, mit ihm zu sprechen? Das, wenn so ein Satz da steht, heißt immer, dass alles in die Grütze geht. Und zwar ganz schnell. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen,
Meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Die haben ihre eigenen Lieferanten. Noveria, oh Schnee, ich möchte eine Schneeregion sehen. Ich möchte mehr über Pharos wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die Ersten, die dort siedelten, aber bisher die Letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja, es wird ihm bestimmt gut gehen. Wenn du so anfängst, geht es ihm gerade grausam. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Solange du was Cooles, Einzigartiges hast, sind wir auf wie... Oh Gott, ja, hat auch ein... Aha, okay. So. Hä? 80, seid ihr sicher? 80.000. Ich bin ein armer Schlucker, fällt mir gerade auf. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu... Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. No. Ein sehr interessantes Gebiet, muss ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Mach dir nichts vor. Emily Wong. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Gleich, warte mal. Wow, schöne Aussicht. Und genau wegen solcher Dinge liebe ich solche Zukunftsspiele. Die Panoramen, die die Spiele zu bieten haben, sind echt Wahnsinn. Das wird ja nur noch besser mit besserer Grafik jetzt noch. Oh mein Gott, wenn ich mal alt bin. Himmel. Commander Shepard? Hallo? Ja, mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Klar doch. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe Ihre Akte gelesen. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann, dann die Heldenfigur des Skylianischen Angriffs. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Journalisten misstraue ich immer, muss ich sagen. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Der Presse kann man nie trauen. Wenn man sich mit der einlässt und es sich mit ihr verscherzt, dann... Lassen Sie es richtig knallen und machen einen zur Sau. Das sieht man immer mit den Politikern. Die müssen auch nur einen Fehler machen. Einen klitzekleinen Fehler mit der Presse und bumm. Auf einmal. Ah, guck mal, das war die... Ah. Hä? Warum speichert er da? Du sollst ja nicht speichern. Mein Gott. Okay, dann können wir aber... Da waren wir ja schon nun. Dann können wir ja andersrum. Und ich sollte die Folge mal beenden. Das wird nämlich schon wieder richtig lang. Gut, dann machen wir das mal hier. Mit diesem schönen Ausblick, dieser schönen Aussicht, verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect. Tschüss.